Ah! Also ich finde, man sollte immer teilen, auch wenn nur wenig da ist. Selbst ist es gelungen, die Mega-Entwicklung zu lösen. Du konntest doch nur, weil dein Garados unterstützt hat, oder nicht? Nicht nur Garados, sondern auch andere Pokémon. Oh, das legendäre Pokémon kann irgendwann nicht eingesetzt werden. Du bist der Einzige, der sich die Gedanken über Zukunft macht. Ich glaube, das einzige Richtige ist, gemeinsam die Welt des Netzes anzustreben. Wenn es möglich wäre, gäbe es längst keinen Krieg mehr. Die einzige Zukunft ist die, die ich von uns sehen kann. Das ist eine Zukunft voll Leiden, der sich egoistische und dumme Menschen gegen uns immer weg, alles wegnehmen. Was bringt einen Überprüfung überprüft zu werden? Wieder zurückzurufen, davon mit 1000 Jahren beschlossen für nicht. Warum so wandeln? Als legendärer Pokémon auf 8 kein Wahn ist, so viel Kraft mit der ultimativen Waffe gespeist worden war zurück. Es steckt da immer ein bisschen von der Kraft des legendären Pokémon in. Gerade genug von dem letzten Einsatz. DB und auch die anderen. Die Waffe hat sich selbst, wie ich selbst, die Zeit in ihre Blüte überschritten, ohne es Gewinn bringt, davon gebraucht wurde. Aber am Schluss werde ich euch die Kraft zeigen, die der Ultimaffe noch verblieben ist. Tibian, sei nicht weg von hier. I believe I can fly und bam, die Ochse ist getroffen. In space! Das Dorf ist ewig weit weg, ne? Übrigens, Fun Fact, die Häuser werden nie wieder aufgestellt. Niemand kommt und repariert die. Putzen und klärt ihr alle wohl auf. Euer Mut und eure Gutherzigkeit sind wirklich beeindruckend. Diese umgekippten Häuser. Ich dachte schon, alles ist aus, aber wir haben Sache heil überstanden. Hier ist bei euch alles in Ordnung. Ihr habt uns nichts passiert. Wir haben mit vereinten Kräften den Pokémon geholfen, die an der Seite der Route 10 gebunden waren. Die Kämpfe habe ich allerdings Dina und die Ex zu überlassen. Sind die Exes? Wer soll das sein? Wir sind die maskierten Helden! Macht ihr keine Vorwürfe, Tierno. Wir haben alle unser Bestes gegeben, um Team PS Freunde zu durchkreuzen. Das ist ein bisschen. Es gibt Neuigkeiten für euch. Ihr seid nicht versichert. Genau. Sie sind nicht gegen spontane Superwaffen versichert. Es ist nicht gelungen, die Maschine im Flosser zu zerstören, um diesen Schuften der Frequenz eine hohe Luxe gekapert haben. Dann ist die Sache mit Team Flair ja eigentlich vom Tisch, stimmt's? Ich kann mir eigentlich wieder den vollständigen Vervollständigung meines Pokédex widmen. Ohne fließend Wasser, ohne oder Strom. Puh, das spuk ich vorbei, ja? Also kann eigentlich unsere Abenteuer weitergehen. Dann kehre ich jetzt zurück nach Flugstelle City zurück und setze meine Reise dort fort. Tschüss, ihr Loser. Ich meine, was? Danke, Mr. Games. Freunde sind wirklich Gold wert. Oder Silber oder Platin, das ist noch mehr wert. Ich habe großen Weg für dein Können und genau deswegen habe ich mir zum Ziel gesetzt, dich irgendwann zu übertrumpfen. Dazu bin ich fest entschlossen. So, wir machen jetzt noch Folgendes. Die ultimative Waffe. So viel Jahre sind vergangen, als seit sie erschaffen wurde. Als sie zum ersten Mal zum Einsatz kam, kostet die unsinnige Pokémon das Leben. Ihr Erbauer hat ein treues Gefährt, ein Pokémon, aus den Fängen des Todes er befreit mit ewigem Leben bedacht hatte. Doch die Missetaten des Mannes verblieben dem Pokémon nicht verbogen. Und so verließ ihn das unheimliche Pokémon und ging seinen eigenen Weg. Das All brachte dem Mann, der es geopfert hatte, um dem Pokémon das Leben zu geben, das Herz. Die beiden Tränen und Schläge macht als des Todes. Verzweiflung macht sich in der Brust des Mannes bereit. Nun war er zu verdammt, für immer einsam mit die Welt zu irren. Denn selbst war er auch dem Licht der Waffe ausgesetzt worden. Das Schicksal, traurige Schicksal war zuvor das einzige, was ihn noch mit seinem Pokémon verband. Wo mag es wohl jetzt sein? Was muss ich tun, um endlich wieder mit einem zu sein? Ich finde, es geht noch. Was ich sagen wollte ist, wir holen uns jetzt endlich erstmal eine Heilung. Dann holen wir uns Donnerwelle und dann klatschen wir noch ein paar Barone, habe ich gehört. Und dann, das ist quasi, was wir in Steam noch machen werden. Wir holen uns Donnerwelle und klatschen ein paar Barone und machen dann
Nächstes Mal weiter. Hier gibt es ein Stärkerätsel. Habe ich gehört. Ich würde gerne wissen, wo. Was hat er aber Level 20? Ungefähr. Plus minus. So. Gibt's irgendwo ein Stärkerätsel? Das kann ja nicht so versteckt sein. Wo ist das Stärkerätsel? Es ist da um die Ecke. Ah, hier. Stärkerätsel. Wow. Ich bin jetzt mal vorbeigelaufen. Oh ja, dieses krasse Rätsel. Das ultimativ krasse Rätsel. Dieses Rätsel, es ist so schwer. Oh mein Gott, dieses krasse Schieberätsel. No one can solve it, even not me. Oder so. Hype! Sehr schön. Hätten wir das auch erklärt. So, Leute. Zeit, ein paar Parolen zu klatschen. Und reich zu werden. Deswegen kommt Derby, weil Derby hat nämlich das Münzamulett. Ich glaube, die sind am Anfang noch nicht so stark. Oh boy, als ich es damals gespielt habe, habe ich hier so oft abgehangen im Kampf. Weil irgendwann kommen halt dann noch die ganzen Arenenleiter und den ganzen Plan. Das war richtig cool. Ich hatte das höchste, ich war Lord oder sowas, was auch mal das höchste war. Den höchsten Rang gehabt. Oh, Algeberium, da fragen wir den Adelstitel lautet. Was will, du hast gar keinen? Jemand, der so stark wie du ist, verdient meiner Meinung nach einen Adelstitel. Ich erkläre dir am besten mal, was meine Adelstitel auf sich hat. Nur eine Handvoll Trainer, die ich hier im Kampf der Stärke unter Beweis sterben bekommen, Titel verdient. Voila, wer ist denn dieser junge Herr? Oh ja, ist ein Besitzer des Kulapelorbens, wie es aussieht, hast du mein Talent als Trainer anerkannt. Schön, dich kennenzulernen, mein Name ist Valiois. Und wie heißt du? Ich kann nur die Da kann man gute Fehler haben, bestimmt. Und Tiberium, ein schöner Name. Ich verbürge mich, Tiberium, kannst du ihm nicht ein Adel verleihen? Ein starker Trainer und er wird dem Kampf in allem Ehre machen. So, oh, so ist es also. Na schön, wenn du für die Währung bürgst, dann ist es völlig ausreichend für mich wieder. Außerdem, ich spüre ein außergewöhnliches Potenzial in ihnen. Tiberium, hiermit verleihe ich euch, was soll ich sagen, wir besser, dir, euch den Titel Baron. Trainer mit Anzel bekommen andere Trainer mit einem Anzel immer los herausfordern. Baron und Baron sind die nächsten Ränge, aber wiederholte Siege gegen andere Trainer können ihren ranghöheren Titel erwerben. Das führt eventuell dazu, dass sich das Interesse vom Trainer erhöhten Rängen erweckt, die sich dann in ihrer Hoffnung euch herausfordern eins finden. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch an unsere Mitarbeiter am Eingang wenden. Nun den Tiberium, Viola, ich empfehle mich, auf Wiedersehen. Ich habe übrigens auch einen Adelstitel. Mein Ziel ist es, viele Kämpfe herauszutragen und den höchsten Adelstitel zu einzubekommen. Deshalb würde ich mich freuen, hier bei der Gelegenheit auch gegen dich kämpfen zu dürfen. Ich weiß es alles tatsächlich. Ich möchte einen Einsatz.
Ja, denn wir verdienen deutlich mehr. Hier, kein Trinkgeld. Da kommen jetzt quasi noch mehr Trainer an. So, aber die kann man alle relativ easy. Kann ich gerade welche lassen, als Hilfe von mir Baron sein, als Trainer, also ich trotz als Hohenkurs. So, bam. Die geben halt ordentlich Geld und aktuell sind die halt noch richtig schwach. Aber die geben halt richtig Geld. Ich glaube, die geben alle 8000 oder mehr. Deswegen brauche ich eigentlich nur 5 Trainer oder so. 5, 6 Trainer haben das Geld schon wieder rein. 3000. Okay, never mind. Das klingt doch nicht so viel Geld, wie ich dachte. Aber es bringt Geld. So. So, die klatschen wir alle einmal. Flappe! Derby! Wie gesagt, das sind aktuell noch keine Gegner, die gehen glaube ich bis Level 50 dann hoch. Als man hier angekommen ist, hat man halt noch einen deutlichen Lebenslevel gehabt. Yeah, wir sind Picasso und wir haben Geld bekommen. Ja, kenn ich aussehen. Die haben... Oh, wer hat er gerade einen höheren Titel gehabt? Ne, ist immer noch ein Baron. Okay, never mind. Ich weiß nicht, ob die Deck ich wechseln, aber auch einfach rausgehen kann und dann rumfliegen und wieder zurückfliegen kann. Ich glaube, das reicht aber nicht schon aus. Unmöglich, ich habe verloren. Das ist ganz eine Unmöglichkeit. 3600, das ist ungefähr, was sie geben. Bam, 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 bam. Ja, höher Artikel will ich haben. So, sind hier noch welche hier, du? Bam, 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 bam. Wie gesagt, aktuell noch kein Gegner. Wird aber noch besser. Steigen halt mit jedem Artikel, werden die halt immer besser. Und wir werden auch besser mit jedem Artikel. Also, da kommen auch bessere Gegner. Bam, 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 bam. Yay, mein Herz schmerzt um 3600. Ja, platzen könnte. So, haben wir sie, glaube ich, alle durch. So, kann ich jetzt eigentlich. Ich will das einmal testen. Das war ja nur das. Das war ja, glaube ich, jetzt nur das Tutorial. Ab hier, ich glaube, da war es noch relativ statisch. Wir fliegen jetzt mal kurz irgendwo hin. So, jetzt waren wir woanders gewesen. Und jetzt fliegen wir mal wieder zurück. Auf Routen kann man hier leider noch nicht landen. Das geht ab, erst ab Oras. Hallo Frozen. Willkommen im Late-Game-Stream. Wir klatschen noch ein paar Barone, um Geld zu farmen. So. Oh, die Räume war ich nicht gewesen, never mind. Ich hätte es nicht vergessen. Nee, Kappa. Nein, du hast es heute geliked! Du hast es vor einer Woche geliked! Du hast es vor 2 Tagen geliked! Du hast es definitiv nicht. Du kannst niemals, kannst du mir sagen, dass du es vergessen hast. Aber Details. Und ich fahre mir gerade Geld. Für den Anzug! Und Derby trägt das mit Amulett, deswegen ist mit Derby gefahren. Da.
Yay, Geld spielt ja keine Rolle, dann gib mir all dein Geld. Dabi. So, und tschüss. Hätte kein Ende. Ist ja absolut okay. Das ist ja auch kein Vorwurf. Verdammt. Sind noch keine neuen da. Zwickert. Schade. Ha, der ist neu, perfekt. Neben Ferien. Ja. Moment. I see. Versuchen wir nochmal. Auf keinen Fall, auf keinen Fall, Ladezettel. Wow, Level up! Kniet nieder vor mir, Baronen! Jetzt bin ich Fame! So. Okay. Jetzt bin ich kein einfacher Baron mehr. Ihr sollt ein stärkerer Gegner sein, die mir Geld bringen. Because money is about the money. Money plus die Einheit und sollten dafür sorgen. Der Komet. Was ist das? Irgendein Adelsrang. I don't know. I don't even care. Aber irgendwann kommt Lord und sowas. Ah, Phoenix ist zu einfach. Yay, es sind neue Leute da, kann das sein? Verdammt, hier ist kein neuer da. Ich glaube, es dauert einen Tag. Ha, der ist neu. Ich als Wikomet wäre mein Elternhaus auf jeden Fall gerecht. Das ist schließlich meine Frist. Die haben es vorher mal Level 15 und dann müssen Level 20 sein, richtig? Ja, perfekt. Die geben auch mehr Geld. Yay. Wow, 4000. So evil. Es dauert ein paar Minuten, bis neu kommen. Ja, goldene Zeiten, genau so. Wir warten erstmal kurz ein paar Minuten, wechseln die Tasche, denn die triggert mich gerade ein bisschen. Sie passt nicht zum Outfit. Und dann gehen wir nochmal rein und schauen, was da.
Wir können mal kurz unsere Beeren ernten, ne? Sind die alle vertrocknet? Ja. Also jetzt ja. Dann habe ich alles richtig gemacht, glaube ich. Machen wir kurz einen langsamen Weg. So. Leere Koffer und so, ne? Sehe ich ähnlich. So, hier. So. So. Berium der Gärtner und so, ne? Schreibt's schon! Findest du, geh du mal mit deinen Nicht-Megamon spielen. Wow. Drop the burn. So. Bam, bam. Und was macht ihr gerade so Schönes? Alle meine Beeren müssen in Pflanzen umgewandelt werden. Dennoch ist es besser als Schab und Kürung. Drop that burn, just drop it. So. Ich habe immer noch keine andere Tasche. Ich werde das Folgendes machen. Ich werde eher am Sonntag früh werde ich. Ich werde mein 3DS mitnehmen. Ich denke, es ist okay für euch, dass ich offscreen Bären pflanze und so ein Plan. Ne? Ich denke, der wird ja kein Problem mit haben. Klamotten. Besser. Dann nehme ich nämlich mein 3DS mit. Genau. Dass ich denn die Beeren auch ernten kann und so ein Plan, ne? Sagst du, dass es besser ist? Das steht aktuell überhaupt nicht fest. Deswegen nur, ich werde meinen Kalender schauen, wann ich Zeit, wann ich Lust habe. Und dann kündige ich das auf Twitter an. So läuft das bei mir. Und ihr braucht übrigens auch nicht nachfragen, weder öffentlich noch privat. Ich gebe das bekannt, wenn ich es weiß.
So einfach ist das. Hätte mich vielleicht mal heilen gehen können. So, also noch ein Alter. Oh yeah. Oh, es ist schon das nächste. Ist das schon die neue? Ist das ein höherer Rang? Willkommen, kann das sein? Hatte ich schon ein höheres Level? Du weißt gar nichts. Oh, jetzt geht's ab. Hör mal, ich mach sogar nicht effektive Attacken auf überhaupt nicht übelste Residenz-Attacken und sie. Oh, ich weiß sehr viel. Wow, das hat sogar ein Pokémon-Level-Up gereicht. Sicher, Kappa. Schade, okay, wir haben auf jeden Fall. Wo es gibt eine Idee, den Zuschauer und Pokémon zu machen. Hab ich eigentlich ja schon inzwischen mal Gewinn gemacht? Ich hatte vorher 2000. Nein, noch nicht ganz. So, Guys, ich gebe mir kurz ein Pokémon zum Heilen. Was noch nicht ist, kann noch kommen. Ohne Scheiß, ich will hier keine Hoffnung zerstören, aber ich glaube nicht, dass Nintendo nochmal Mega-Entwicklungen macht. Ohne Scheiß, sie haben das in Gen 6 eingeführt, dann haben sie irgendwie keinen Bock mehr gehabt und dann hätten sie welche eingeführt. Hätten sie neue Entwicklungen mega eingeführt, hätten sie mit Gen 7 irgendwas mit Mega-Entwicklung gemacht. Aber da kam nicht, deswegen kommen da keine neuen Mega-Entwicklungen, bin ich mir sehr sicher. So, damit ich nicht vergesse, was ich machen wollte. So, wir müssen das nächste Mal sehen. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann ist dieses Bärenfeld hoffentlich erfolgreich geerntet. Genau, und dann geht's beim nächsten Mal mit der Story weiter. Bam. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Dabeisein auf Forsen, ganz kurz. Hey, at last you try it und so, ne? Viel Spaß morgen bei der CPP und so, ne? Beim nächsten Mal sind die Pflanzen ja alle weg, dann habe ich die alle hoffentlich geerntet, weil ich nicht vergessen habe, morgen Abend irgendwas zu machen und so. Wir sehen uns irgendwann wieder. Ich kündige auf, wie gesagt, auf Twitter an. Ich kündige jetzt öffentlich auf Twitter an, ihr braucht nicht nachfragen. Wann ein nächster Stream kommt. Bis dahin. Tschüss.